besonderen Video. Ich bin mega aufgeregt und einfach voller Vorfreude, weil ich finde, weiß nicht, es gibt, glaube ich, fast keinen besseren Partner, den ich für dieses Video hätte an Land ziehen können. Und zwar ist das Video hoch in Partnerschaft mit Just Spices entstanden. Ich bin da einfach wahnsinnig stolz drauf. Besonders weil, für diejenigen, die sich richtig erinnern, habe ich letztes Jahr ja auch schon ein Trüffelrezept mit euch geteilt, auch in der Schokowoche, aber das eben mit, Spekulatius-Gewürz. Ich habe euch Spekulatius-Trüffel gezeigt. Wer das mal sehen möchte, ich verlinke euch das mal in der Infokarte. Aber naja, deswegen freut es mich quasi noch umso mehr, dass wir zusammenarbeiten, weil ich eh schon mit denen arbeite, also mit den Gewürzen arbeite und ich mich noch daran erinnern kann, dass Just Spices, da waren die noch ganz, 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 ganz klein, da saßen die in einem kleinen Büro in Düsseldorf und haben mich angeschrieben, vor Jahren war das. Und seitdem sind die immer wieder in meinen Videos aufgetaucht. Ich habe immer wieder davon geschwärmt. Ich gucke auch mal, ob ich euch hier ein paar witzige Sachen einblende von ewig alten Videos von mir, aber da seht ihr halt, wie lange die mich tatsächlich auch schon irgendwie in meinem Konditordasein begleiten. Ich fühle mich einfach super, super wohl mit der ganzen Gewürzsache von Just Spices, weil ich weiß einfach, dass die Qualität gut ist und dass es eben wirklich nur Gewürze sind und keine fiesen Zusatzstoffe oder Trennmittel oder weiß der Geier, was für fieses Zeug da sonst noch drin ist. Es ist einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl. Ja, das andere Coole ist natürlich, dass das Bratapfel-Trüffelrezept, was wir heute machen, das hat sich jemand aus der Community gewünscht. Und als ich gesehen habe, dass die Lieben sogar ein Bratapfel-Gewürz haben, ich habe hier die ganze Zeit Spekulatius in der Hand, Bratapfel steht da hinten. Naja, als ich gesehen habe, dass sich das Rezept jemand gewünscht hat, dachte ich mir, oh mein Gott, perfekt, wir nehmen einfach das, was hier hinten steht. Es gibt halt das Bratapfel-Gewürz und das würde natürlich perfekt zu den Trüffeln passen. Das Coole an dem Gewürz ist eben, dass ihr für das, was wir vorhaben, eigentlich gar nicht mehr so viel braucht. Wir machen nämlich quasi drei Rezepte sogar. Wir machen einen ganz einfachen Bratapfel, dementsprechend das Gewürz, und der wird dann nachher aufgearbeitet in zwei verschiedene Rezepte für die Pralinenfüllungen. Und dadurch, dass wir halt so eine richtig schöne Gewürzmischung haben, gibt das so einen runden, einfach satten, vollen, würzig leckeren Geschmack, dass ihr da euch, was heißt, kaum Mühe geben müsst, aber der Mix macht das einfach komplett für euch alleine. Das heißt, es kann eigentlich nur gut werden und ich freue mich jetzt schon total auf euer positives Feedback, wie gut ihr euch das Ganze schmecken lasst. Ich blubbe aber jetzt nicht mehr lange und entlasse euch endlich ins Video. Das Intro ist ja immer lang genug. Ich freue mich auf eure Kommentare und ja, wünsche euch jetzt viel Spaß. Okay, dann lasst uns mal starten und zwar mit der Basis des Rezeptes, was eben der Bratapfel ist. Und dafür habe ich mir hier einfach ein Äpfelchen geschnappt, habe das entkernt und mache mir das jetzt halt fein. Ich habe das halbiert, damit ich mehr Auflagefläche habe, wo halt Gewürz und auch Topping im Endeffekt drauf kann. Wenn ihr die aber ganz am liebsten lasst und einfach nur so entstrunkt in der Mitte, dann könnt ihr das auch machen. Ich wollte halt aber mehr Fläche haben, wo ich mehr draufpacken kann für mehr Gewürz und eben mehr Geschmack. Hier könnt ihr sehen, ich habe halt das Bratapfelgewürz auf die Schnittfläche einfach so ein bisschen drüber gerieselt, habe mir da ein paar Rumrosinen drauf geschmissen und ein paar gehobelte Mandeln. Da esse ich das ja, wie gesagt, am liebsten. Meine Mama aber zum Beispiel füllt die auch super gerne noch mit ein bisschen Marzipan oder. Lasst mich da auf jeden Fall gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr euren Bratapfel am liebsten isst. Das würde mich mal mega interessieren, weil da gibt es bestimmt einige tolle Varianten. Aber ja, das Ganze ist dann in den Ofen gewandert, bis es so richtig schön goldig geworden ist und der Apfel schon fast auseinanderfällt. Weil das muss er gleich zwangsweise auch so ein bisschen für uns tun. Der steht da jetzt im Hintergrund und wartet, dass wir damit weiterarbeiten. In der Zeit, bis wir dazu kommen, habe ich mich aber um die eigentliche Fülle gekümmert. Dafür habe ich mir Sahne, Butter und Zucker auf dem Herd komplett aufgekocht, ganz stark. Und weil das natürlich einen Moment dauert, habe ich hier meinen Bratapfel dann püriert. Ich weiß, das ist nicht die feine englische Art und das sieht auch nicht turbo hübsch aus, aber sowas ist mir alle Male lieber, als irgendwelche komischen Zusatzstoffe zu benutzen. Deswegen machen wir das aus einem wirklichen, richtigen Apfel, der püriert wird. Gibt Schöneres, aber sieht man nachher eh nicht mehr und der Geschmack ist halt wirklich ein echter. Aber gut, einmal püriert und dann habe ich meine Röstmasse, diese aufgekochte Masse, in meine Kuvertüre gegeben mit meinem Püree. Und habe das Ganze jetzt hier verrührt. Irgendwo dazwischen, habt ihr gesehen, habe ich auch noch einen Spritzer Alkohol dazu getan. Der ist aber optional. Also wenn ihr das weglassen möchtet, könnt ihr das weglassen. Das ist eher so zum Konservieren. Hier könnt ihr dann sehen, wie schön meine Masse zusammengekommen ist. Und ich wollte noch einmal abschmecken, um mir wirklich sicher zu sein, ob da nichts fehlt. Habe dann aber gemerkt, okay, vielleicht ein Müh noch und habe deswegen etwas vom
Apfelkuchengewürz dazugegeben, weil das auch nochmal so ein etwas anderes Geschmacksprofil hat und das Ganze dadurch einfach nochmal runder und nochmal ein bisschen satter macht. Das dann einmal verrührt, dann einmal püriert, weil wir ja einfach stückige Zutaten da drin haben, damit es wirklich geschmeidig ist. Und wirklich, um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich das Ganze dann auch noch einmal passiert durch ein nicht turbofeines Sieb, aber schon so, dass zum Beispiel so kleine Mandelstücke und so eben aufgefangen werden und uns nicht nachher die Füllung so ein bisschen verstopfen. Bevor ich dann hier weitermachen konnte, musste das erstmal auf Raumtemperatur kommen und dann habe ich das gefüllt. Das Füllen zeige ich euch auch nachher nochmal mit der zweiten Füllung hier und dafür habe ich 3-4 Zutaten, Kuvertüre, Sahne, unser Püree und Glukosesirup. Und den Sirup würde ich hier bitte nicht weglassen, der macht auch nochmal bessere Haltbarkeit und Konsistenz. Aber alles in allem ist das eigentlich eine relativ einfache Ganache. Ihr kocht eure Sahne mit der Glukose auf und gebt das dann über die Kuvertüre mit dem Püree. Und auch das wird dann einmal schön geschmeidig gerührt, bis das wirklich schön zusammenkommt. Wer mag, kann das dann auch nochmal pürieren, das mache ich ja am liebsten. Und kann das auch nochmal passieren, also das ist dann euch überlassen, wie fein ihr das verarbeitet. Bei mir kam da auch nochmal abgeschmeckt ein bisschen extra Gewürz zu. Aber da müsst ihr dann einfach so ein bisschen auf eure Intuition und auf euer Bauchgefühl hören. Und dann habe ich das Ganze abkühlen lassen auf Raumtemperatur, bevor ich das hier in meine Hohlkörper gefüllt habe. Ihr dürft das definitiv nicht einfüllen, wenn das noch warm ist, weil eure Hohlkörper dann halt schmilzen und das möchten wir natürlich vermeiden. Wenn ihr die eventuell selber gießen möchtet, verlinke ich euch auch nochmal in der Infokarte ein Video, wo ich zeige, wie ich Pralinenform selber ausgieße. Aber hier diese Hohlkörper, da ist nichts Verwerfliches dran und die benutze ich so eigentlich am liebsten. Naja, nach dem Füllen mussten die dann über Nacht am besten bitte einfach auf dem Counter stehen bleiben, damit ihr sie setzen können und abkühlen. Und dann hier am nächsten Tag habe ich angefangen, meine Kuvertüre zu temperieren. Mein Gerät ist schon ein bisschen älter, deswegen sieht das etwas ramponiert aus. Aber ihr könnt das auch anders temperieren, auch da verlinke ich euch gerne mal ein Video zu. Wenn eure Kuvertüre dann passt, packt ihr die am besten nochmal in ein kleines Tütchen, in einen kleinen Beutel und verschließt eure Trüffel, damit da nichts rauskommen kann und die wirklich konserviert da drinne sind. Und dafür spritzt ihr halt immer so ein kleines Tröpfchen auf, rappelt dann einmal am besten so am Blister und dann verläuft sich alles und schließt wirklich alles gut ab. Und dann war somit einer der letzten Schritte vor dem Trüffeln, dass ich mir mein Gewürz nochmal genommen habe, da so ein bisschen Glimmer, Flimmer dazu getan habe, Essbares natürlich, und das miteinander verrührt habe. Und das habe ich dann zum Toppen so als Streu oben drauf genommen. Dann haben wir nochmal diesen super leckeren Geschmack, aber so ein bisschen weihnachtlich, eben mit dem schönen Glitzer. Okay, und dann ging es los an das Spannende natürlich, an das eigentliche Trüffeln. Dafür zieht ihr euch am besten Handschuhe an, weil ihr das halt zwischen euren Handflächen mit ein bisschen Kuvertüre werden die Trüffel halt gerollt, getrüffelt. Und das machen wir zweimal, das heißt hier das erste Mal, nachdem meine Deckel fest geworden sind nach ein paar Minuten, konnte ich mir die hier aus dem Blister nehmen mit ein bisschen Kuvertüre in der Hand, halt ein, zwei Mal einfach rollen. Ich weiß nicht, das erklärt sich glaube ich von selber. Dann habe ich die auf so eine Backmatte getan, ihr könnt das auch auf Backpapier setzen und so habe ich dann einmal alle durchgerollt. Ich habe zwei verschiedene Haufen gemacht, weil ich ja zwei verschiedene Füllungen hatte und damit ich die nicht durcheinander gebracht habe, habe ich das hier so ein bisschen separiert. Ihr könnt natürlich nur das eine oder andere machen und packt dann alles auf ein Papier. Aber wenn ihr die einmal gerollt habt, lasst ihr die komplett anziehen. Das hat bei mir vielleicht 3-4 Minuten gedauert und dann habe ich die nochmal in eine Schüssel gegeben, damit wir die jetzt noch ein zweites Mal trüffeln, damit die auch wirklich schön gleichmäßig aussehen und einfach zu sind und einfach optimal sind. Also hier könnt ihr sehen, zwei Schüsseln, weil zwei Füllungen. Okay, für den nächsten Schritt mit dem Streu braucht ihr am besten noch eine zweite Person, weil dieses mit zwei Handflächen rollen und dann auch noch streuen, das ist halt nicht so richtig möglich. Deswegen musste ich meine Schwester nötigen, dass die ein bisschen was von dem Streu da oben drauf macht. Fragt einfach, wen ihr gerade da habt und dann macht er das eben zu zweit. Es dauert eine Minute auf zwei und geht ruckizucki. Und auch hier ist halt das Prinzip wieder das gleiche. Ein bisschen Kuvertüre in die Handflächen geben. Einmal zwischen den Handflächen rollen und dann auf eure Matte, auf eure Folie, auf was auch immer legen. Wer turbo heiße Hände hat oder turbo kalte Hände, der wird hier leichte Probleme haben. Weil zu warm gleich graue Kuvertüre und zu kalt gleich feste, klumpige Kuvertüre. Also da müsst ihr so ein bisschen pokern. Aber ich denke, das kriegt ihr auch hin. Hier bei den zweiten hat meine Schwester so einen Glimmerzucker einfach so drauf getan, damit die optisch ein bisschen anders wirken. Auch das verlinke ich euch einfach mal alles unten in der Infokarte. Und da sollte ich euch sagen, wie fantastisch die geschmeckt haben, sagt meine Schwester. Und so habe ich dann diese super, super leckeren Bratapfeltrüffel hergestellt. Sind ja da quasi irgendwie drei Rezepte in einem, oder?
einmal Bratapfel und zwei verschiedene Füllungen. Ich bin voll gespannt, was ihr zu dem Rezept oder zu den Rezepten sagt. Ich freue mich schon total auf euer Feedback. An dieser Stelle nochmal ein ganz schnelles Küsschen an Das weiß es selber. Ihr Süßen, es war mir ein Fest. Ich glaube, man merkt auch meine Euphorie und einfach meine Freude und Dankbarkeit. Einfach ja, ein dickes Küsschen. Ich danke euch. An dieser Stelle war es das dann aber auch erstmal mit dem Video. Ich freue mich, wie gesagt, auf euer Feedback und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten wieder. Macht's gut!